Hallo, heute möchte ich euch im Zusammenhang mit dem Video über iPhone-Fotografie einen kleinen Tipp geben oder etwas vertiefen. Und zwar Zusatzlinse für iPhone. In diesem Fall iPhone 4S, Entschuldigung, 5S. Das 6er habe ich nicht, auf das 6er würde es auch noch nicht passen und soweit ich gesehen habe, gibt es sowas auch für das 6er nicht, noch nicht. Was ich euch zeigen will, ist das Olloclip, wie man es genau ausspricht, das fragt mich nicht. Ich kann euch aber sagen, wie es funktioniert oder beziehungsweise sogar zeigen. Das ist dieses Teil hier. Das ist ein recht robustes. Ich war sehr skeptisch am Anfang, weil es gab viele von diesen, bei allem Respekt für das Reich der Mitte, China-Zusatzteile gibt. Also nur um euch jetzt einen Eindruck zu vermitteln, das hier ist Kunststoff, aber recht robust. Die beiden ob eigentlichen Objektive, ich nehme mal kurz die Deckel ab, sind aus Aluminium. Die Linsen sind aus Glas, also es ist ein wirklich robustes, solides, kleines Ding. Was macht das Ding genau? Und das ist eben der Reiz des Ganzen. Die Kamera vom iPhone ist eigentlich schon recht gut, wie sie ist. Was das Ding macht, ist, es lässt sich auf das iPhone draufstecken. Und zwar so, so an der Kante. Es ist aus Kunststoff, deshalb sollte es eigentlich auch keine Probleme mit Zerkratzen oder so geben. Und dann schaut die iPhone-Kamera, die ihr hier seht oder eben nicht seht, aber auf jeden Fall ist sie da, durch diese Zusatzoptik und bekommt einen ganz anderen Blickwinkel. Und zwar, auf der einen Seite haben wir ein Fischauge. Ich nehme mal wieder die Dinger ab. Ich versuche die nicht zu stark zu verschmutzen. Also, wir haben hier das Fischauge. Wir haben auf der anderen Seite eine Weitwinkelverstärkung. Und wenn wir die beiden Objektive abschrauben, dann haben wir darunter, und das kann man hieran erkennen, ein Zehnfach-Makro unterm Weitwinkel und ein 15-fach-Makro unterm Fischauge. Und die Makroobjektive sind sensationell. Ich zeige euch am Ende von dem Video einige Muster von Fotos, die damit aufgenommen wurden. Also ihr seht, das ist jetzt nicht nur die Halterung, sondern da ist auch eine Optik drin. Und ich zeige euch das jetzt mal auf dem Objektiv. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, welches ist, aber wir probieren es einfach mal. Wir schalten das ein, die normale Kamera. Und jetzt versuchen wir mal, das hier scharf zu stellen. Das muss das 15-fach sein. Das ist also wirklich sensationell. Und es ist richtig, richtig scharf. Also das sind scheinbar ganz gute Linsen, die da drin sind und die kriegen das wirklich ordentlich hin. Wenn man das jetzt einfach umdreht, dann hat man das 10-fach-Makro. Das geht also nicht so nah ran. Man sieht halt, dass trotzdem die Kamera vom iPhone den Autofokus zum Einsatz bringt, wie das eben gewohnt wäre. Ich versuche das jetzt wieder aufzuschrauben, so wie es sich gehört. Dann zeige ich euch nämlich auch die entsprechenden Weitwinkeleffekte. Man sieht also schon, dass natürlich das Fischauge ein deutlich größeres Objektiv ist als der normale Weitwinkel. Also das ist jetzt zum Beispiel die Perspektive. Das kann man jetzt so nicht sehen. Mal einen Moment, dann gucken wir uns das mal an. Das hier wäre jetzt also die normale Weitwinkelperspektive. Ich lasse das am besten hier einfach mal so stehen. Wir drehen es mal um, dann kann es auch so stehen bleiben. Okay. Kann man gerade so hier die Nase vom Schwein sehen, da hinten meine Bilder, die an der Wand hängen. Jetzt schrauben wir das Ding hier auf, setzen das hier auf, versuchen das unverändert zu lassen. Das ist natürlich.
die falsche Seite. Jetzt setzen wir das hier auf und sehen, dass da schon hier kommt jetzt das Fenster in den Blick und das andere Fenster, was vorher nicht oder kaum zu sehen war. Und wenn wir jetzt das Ganze auch noch auf Fischauge umschalten, durch einfaches Umdrehen, dann haben wir einen richtigen Fischaugeneffekt. Das ist also so, wie das funktioniert. Das ist echt ein schönes Zubehörteil. Es ist solide. Ich benutze das jetzt seit ein paar Wochen. Und ich kann nur dazu sagen, es macht enormen Spaß damit zu fotografieren. Es erweitert das Spektrum des iPhones erheblich. Und ja, wie gesagt, für 60 Euro, ich glaube, das kostet im Moment zum Beispiel bei Amazon 60 Euro, ist das ein super Angebot. Ich mache euch auch einen Link in das Video hier, wenn ihr Lust habt, euch das anzuschauen oder vielleicht sogar zu kaufen. Wäre nett, wenn ihr dazu meinen Link benutzt. Und das ist echt ein super, super praktisches Tool. Es kommt in diesem kleinen Beutelchen. Das kann man also schön, ich meine, mit den Objektivdeckeln drauf würde auch so nicht viel passieren oder zerkratzen, aber so kann man eventuell zum Beispiel, wenn man jetzt die Deckel abnimmt oder eine der Linsen abnimmt, kann man die dann in dem Beutelchen verstauen. Ansonsten passt dieses Beutelchen wirklich in die Hosentasche, zerkratzt auch keine anderen Sachen, falls man das jetzt zum Beispiel in derselben Tasche aufbewahrt wie das Telefon. Es geht, wie gesagt, auf jedes Vierer, Fünfer müsste gehen alles. Wichtig ist halt immer, dass die Position der Kamera dieselbe ist. Das ist jetzt beim 6er anders, deshalb kann ich da noch nichts dazu sagen. Beziehungsweise ich kann dazu sagen, dass das hier auf jeden Fall in der Form nicht passen wird. Mal sehen, ob die Herrschaften ein neues rausbringen. Ansonsten, ich kann euch dieses hier nur ans Herz legen, wenn ihr ein iPhone 4 oder 5 habt oder 5S. Es macht einen Riesenspaß. Die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen. Ich zeige euch jetzt, wie gesagt, ein paar Beispielbilder. Und sowohl für Spaß als auch für, sagen wir mal, etwas ambitioniertere Sachen, gerade im Makrobereich, mit dem Ding einfach mal auf die Kamera, auf das Handy drauf, raus in den Wald. Zusatzbatterie nicht vergessen, weil wenn man damit viel fotografiert, ist die Batterie ziemlich schnell im Eimer oder leer. Und dann könnt ihr wirklich Spaß damit haben. Ich habe lange überlegt, ob ich es mir holen soll. Es wurde mir dann geschenkt und deshalb fiel mir die Entscheidung relativ leicht. Aber ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Probiert es aus, schaut euch das an, schaut euch die Beispiele an. Abonniert meinen Kanal und wenn es euch gefallen hat, dann liked es. Danke und tschüss und bis bald.